Also der Adam ist ein richtiger urtypischer Tiroler, der aufgrund, was auch immer für Gründe sei, seine Hungersnot, seine religiöse Verfolgung, dem Heiligen Land entfliehen muss und ins Rheinhessische abhaut. Und auf diesem Weg fladert er Vögel in den Wäldern und verkauft die dann wieder in anderen Ländern. Er ist wirklich ein Beispiel für einen Überlebenskünstler auch irgendwo. Der Vogel ist ja auch so ein Sinnbild für etwas Fragiles, für etwas, das einem nicht gehört. Christel ist ein fortschrittliches Mädchen, die eine feste Stelle als Postbotin hat. Ihr Herz gehört dem Adam. Um ihn heiraten zu können, braucht er aber ebenso eine gut bezahlte Stelle. Und wie halt alle Frauen mischt sich die Christel gerne ein. Der Vogelhändler hat wunderbare Melodien. Also die Musik kommt an Fledermaus und lustige Witwe ran. Kleine Zeitung. Das Drehbuch dieser rheinischen Operette ist wirklich unterirdisch. Wir sind da alles Mögliche. Also wir sind Kommentatoren aus der Loge und auch von vorne. Wir animieren das Publikum mitzumachen. Es ist nämlich eine Mitmach-Operette. Da müssen wir jetzt ganz stark sein, aber ich würde sagen, wir denken uns dieses Schwarz-Rot-Gold einfach weg und denken uns Rot-Weiß-Rot. Ich wollte eigentlich auch zuerst den Kurfürsten spielen, aber aus irgendeinem Grund passe ich nicht in den Rollentypus, meinte Aaron. Operette ist letztendlich eine Groteske. Operette ist Unterhaltung und man soll lachen. Aber manchmal soll einem das Lachen auch im Halse stecken bleiben. Und das Lachen ist letztendlich befreiend und entlarvend, weil wir über uns selbst lachen können. Intrigen, Tempo, ja. Gewalt, Sex, alles dabei. Jugendfreier Sex. Und jugendfreier, was will man mehr?